Ja, es ist wahr, Techland spendiert Dying Light ein Add-on. Mit The Following geht es dieses Mal aus der Stadt auf das Land. Kyle Crane, unser Held aus Harran, muss in die große weite Welt und auf dem Land wieder Zombies jagen. Weil es hier aber so große Gebiete gibt, und ja, die Map ist groß, darf man dieses Mal auch zum Buggy greifen und sich hinter das Steuer klemmen. Außerdem gibt es natürlich eine ganze Menge neue Quests, dazu neue Fähigkeiten, Herausforderungen und Waffen. Eine davon durfte ich schon vorab antesten, die Armbrust. Diese leise und tödliche Waffe verbessert das Stealth-Gameplay und wurde sich von der Community ausdrücklich gewünscht. Durch die offene und weite Welt kommt man mit den Parkour-Skills alleine nicht besonders weit, daher muss man sich nun neue Strategien einfallen lassen und deswegen ist auch das eigene Fahrzeug noch ausbaufähig. Aber warum ist Crane hier? Ein mysteriöser Kult macht sich breit und könnte die Seuche hierher gebracht haben. Um das zu ergründen, muss Crane aber erstmal in den Kult aufgenommen werden und dafür muss man sich das Vertrauen der Leute erarbeiten. Dieses Mal können wir also unsere Quest frei wählen und steigen mit der Zeit im Rang auf und kommen so der Führungsebene näher. Ich bin jedenfalls gespannt und hat mir die Demo echt sehr gut gefallen und für einen Preis von 14,99 € kann man hier auch eigentlich gar nicht viel verkehrt machen. Season Pass Besitzer bekommen es natürlich gratis. Das Einzige, was man leider noch nicht weiß, wann es kommt.